So, gleich geht's weiter mit die Zwerge. Und zwar, wir gehen hier mal zu dem Gehöft hier rüber. Dazu gehe ich aber hier hoch. Ich habe Du die. erreichst das Ufer der Worda und siehst Deichseldorf auf der anderen Seite, jedoch keine Brücke weit und breit. Die Boote der Fischer gleiten über das in der Sonne glitzernde Wasser. Keiner der Männer scheint von dir Kenntnis zu nehmen, während sie ihre Netze auswerfen. Ja, rufen mal Du und. rufst dem nächsten Fischer zu. Er blickt nur kurz zu dir herüber, ehe er sich abwendet und seine Arbeit fortsetzt. Du wirst einen anderen Weg finden müssen, den Fluss zu überqueren. Na gut. Du betrachtest das kalte, dunkle Wasser. Die Strömung erscheint dir so stark, dass sie sogar geübte Schwimmer mit sich reißen könnte. Und du selber bist nicht einmal ein Mittelmäßiger. In einem Buch hast du die Legende gelesen, laut der die Wassergöttin Elria die Kinder des Schmiedes nicht mochte und die Zwerge verfluchte, sodass sie außerhalb der Zwergenreiche in Gewässern unweigerlich ertrinken würden. Der Hauptgrund, warum Zwerge noch heute offenes Wasser meiden. Du lässt das ruhige Ufer hinter dir und setzt deinen Weg fort. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Worda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Ist das eigentlich jedes Mal ein Zug, ein Tag? Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Aha. Komme ich schon so drauf, wenn andere Charaktere auch noch dazu kommen? Schon so gedacht, dass ich hier versuche Während die ranzukommen. großen Feuer so viel Hitze ausstrahlen, dass du dich ihnen kaum nähern willst, verbreitet das kleine Lagerfeuer angenehme Wärme. Es wäre der perfekte Platz für ein Nachtlager, würdest du denn vor dem Dorf übernachten wollen? Vielleicht muss ich das ja. Ortsschädel? Du bezweifelst, dass es klug ist, die Scheusale mit den abgetrennten Häuptern ihrer Artgenossen zu verhöhnen. Orkschädel? Du bezweifelst, dass es klug ist. Das zweiflügelige Tor wurde aus kräftigen Bohlen gebaut. Solide, aber immer noch deutlich weniger massiv als die unbeweglichen Teile der Palisade. Hier wurde aus praktischen Gründen auf Sicherheit verzichtet. Nie eine gute Idee bei Festungsbauten. Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. So, sind wir mal freundlich. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. So, was habt ihr hier? Euer Tor macht nicht den stabilsten Eindruck. Ich könnte mir das mal ansehen. Ich verstehe was davon. 20 Goldstücke, Wache bestechen. Ich versuche mal das mit dem Tor. Ich bin Schmied und ein Zwerg. Ich sage euch, euer Tor sieht zwar massiv aus, aber es wird einem echten Ansturm der Orks kaum standhalten. Das Gemurmel um ihn herum lässt den Mann innehalten. Jeden anderen, der das Bollwerk kritisiert hätte, hätte man ausgelacht und fortgescheucht. Aber wenn jemand etwas von Verteidigungsanlagen versteht, dann die Zwerge. Ein Zwergenschmied, der zufällig vor unserem Tor steht?
Ich bin im blauen Gebirge für die Verteidigung der Hohen Pforte zuständig. Ja, komm, tragen wir mal ein bisschen dick auf. So ist es. Ich kann dafür sorgen, dass sich die Orks ihre Schädel an eurem Tor einrennen. Genau wie zu Hause an der Hohen Pforte. Schädel, die für euch bare Münze bedeuten. Du kennst das Bollwerk der Zweiten nur aus Büchern, aber am Gesicht des Mannes siehst du, dass du die richtigen Worte gefunden hast. Also schön. Du kannst die Nacht im Dorf verbringen. Gleich morgen früh fängst du mit der Arbeit an. Sie sollte besser halten, was du versprichst. Selbstverständlich. Kleinigkeit. Müssen wir nur noch irgendwie früh morgens aus dem Dorf rauskommen. Nicht, dass das dann... So, und jetzt blieb er 2 Wochen da. Nach einer warmen Mahlzeit verbringst du die Nacht behütet in einem Gasthaus in Gutenauen. Am nächsten Morgen fühlst du dich voller Tatendrang. Mit routinierten Griffen verstärkst du das Tor mit Querstreben aus Holz und Eisen. Es sollte einem Angriff nun deutlich länger standhalten. Söldner und Dorfbewohner schauen dir beeindruckt bei der Arbeit zu. Als du fertig bist, tritt ein Mann an dich heran. Fantastisch. Es war richtig, dich ins Dorf zu holen. Der Rat lässt es sich einiges kosten, Gutenauen vor den Orks zu schützen, wie du gestern Abend im Gasthaus erfahren hast. Das Dorf ist durch Brückenzölle reich geworden und dieser Reichtum soll verteidigt werden. So, das Tor ist verstärkt, wie abgemacht, aber jetzt muss ich los. Ich habe noch ein gutes Stück Wegstrecke vor mir. Wenn ihr nur dazu hört, hätte ich nichts gegen eine Bezahlung. Wir können es ja mal versuchen. Ich habe fast einen halben Tag in die Verstärkung des Tors gesteckt. Wie wäre es mit einer kleinen Kompensation? Das Gesicht des Ratsmitglieds verdüstert sich. Wir haben für Kost und Logis bezahlt. Und weil wir großzügig sind, übernehmen wir auch noch den Brückenzoll. Guten Tag, Herr Zwerg. Naja, es war ein Versuch wert. Seit du Gutenauen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Jedes Geräusch im Wald lässt dich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grünhäute zu stoßen. Es scheint, als würde Vrakas dir noch einen weiteren Tag im geborgenen Land gönnen. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden. Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich verstecke mich. Du schwingst dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben. Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil 2-mal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Was kommt jetzt? Wie spannend das gemacht ist, ey. Das ist ja der Hammer. Vor allem, was wohl passiert wäre, wenn man sich da hingelegt hätte? Ich bin Sintoras von Zonbalsur, mein Meister Nordon der Zweifache, der Gebieter über das Tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Lord Ionan und die anderen wird sich gekümmert. Sei ohne Sorge.
Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Das heißt, Grabner wird der neue Großherzog. Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Die Sippe der Grabner Schor wird das meiste Land erobern. Niemals! Wir werden die Städte der Rotbluter schneller überrennen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Geil, also... Jetzt wäre ich allein schon echt gespannt, wie das anders gewesen wäre, wenn man sich da anders entschieden hat. Hätte. Es gibt durchaus scheinbar einen gewissen Widerspruch. Die Nacht in der Eiche war die schlimmste deines Lebens. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Doch als die ersten Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, ohne dich entdeckt zu haben. So. Sicher ist sicher. Dein Blick schweift über das verlassene Lager und du lauschst angestrengt auf jedes Geräusch in der Nähe. Du hörst und siehst nichts Verdächtiges. Dich überkommt das Bedürfnis, dich zu übergeben. Du hast die Geschichten natürlich gehört. Aber zu sehen, dass die Orks tatsächlich Menschen essen, ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Das ist die Stelle. Wusste dann, dass es hier war. Na los, finde die bescheuerte Kette. Oh, Scheiße. Der Elfwaskner, vor dir. Ah, ein Unterirdischer. Genau richtig für ein Frühstück. Nö, wenn, dann kämpfen wir gegen den. Du weißt, dass du kein Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben. Vrakas hat uns aus Stein gemacht. Oh, Scheiße. Oink, oink, kleines Schweinchen. Haha. Wie cool. Beim Bart der Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffen zu verlieren? Los, hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner. Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte. So, jetzt haben wir hier drei. Böndal und wie heißt er? Was stand da? Ich habe gerade noch einen Namen. Boindil. Tungdil. Mein Gott, bis ich mal diese Namen weiß. Wochen vergehen. So, also. Das ist er hier oben und er hat den Angriff. Damit hauen wir den mal runter. Und jetzt? Dann haben wir hier den Sprungangriff. Und was ist das? Klingensturm. Eine Vielzahl von Schlägen prasselt auf Gegner ein. Von Boindil ein. Das ist auf W. Wasser! Was ist? Und er hat den mächtigen Hieb. Und er hat Eruption. Böndal wirft alle ihn umgebenden Gegner zurück und hat die Chance, sie dabei zu Boden zu werfen. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. So, das reicht für die Entfernung noch nicht. Sehr gerne! Komm her, du! Einer weniger! Und jetzt? Soll man da reinspringen? Mhm. Er kann ja mal die beiden hier erwischen. Mhm. Und er kann die beiden erwischen.
hat auch ordentlich funktioniert. Der ist betäubt. Der ist gleich hinüber. Ja, der soll er den angreifen. Oh, geil. Einer. So, dann haben wir hier ihn noch. Was ist? Darauf? Ja? Der braucht noch ein bisschen Nachladezeit. Komm her, du! Ja? Mhm. Wo ist der Nächste? Der ist hier ein bisschen arg angeschlagen. 33 Orks soll man töten. Und jetzt? Ich glaube, ich brauche ein bisschen Verstärkung. So gut wie erledigt. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Schnell. Was ist? Das waren die beiden. Tot. Ich muss den Spezialangriff öfter einsetzen. Echt nützlich ist. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Sofort! Ich den mal auf den Weg zurückschicken. Für Frakas! Die erholen sich schon so ein bisschen. Ich war nicht so fest zugeschlagen. Und jetzt? Die schlagen verdammt hart. Das ist echt gut. So, jetzt habe ich aber echt Probleme mit Tundrill hier unten. Den haut er weg. Undal, könntest du mal? Erledigt. Den schafft er auch so. Dann haben wir ihn hier. Das bringt nichts. Hossa! Wo ist der Nächste? Das kommt er nicht. Was denn? Unterwegs. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. In der Hoffnung, dass die uns nicht treffen können mit ihren Bögen. Dass wir ein bisschen regenerieren können. Das finde ich übrigens total geil, dass, dass es eine leichte Regeneration gibt. Das, oder was heißt eine leichte? Das ist sogar gar nicht so schlecht. Hier kommt dein Ende. Was ist? Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Oh, wieso ist er schon wieder so verletzt? Angriff! Zack, weg. Dann haben wir ihn. Hier rein. Zack. Oh, jetzt kommt schon ein größerer, oder? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Sofort! Nee, er soll sich mal ein bisschen zurückziehen. Wo ist der Nächste? Und jetzt? Die beiden schicken wir auch den. So gut wie erledigt. Innerhalb. Hier kommt dein Ende. Ah, drauf ein. So geht das. Zu einfach. Zack und gute Nacht. Bin aber unterwegs. Klar. Ja, der Angriff ist echt ganz gut. So, kommst du mit? Bin unterwegs. Hat sagen, ich fehlen noch welche. Sekunde. Das machen wir so. Ah, geht nicht. Moment. Zack. Der schwere Angriff ist echt cool. Ja? Und jetzt? Und weiter. Gut, Hammer.
Oink, oink! Das war's schon? Keine Orks mehr da? Gut gekämpft, junger Freund. Bist du zufällig Tungdil? Gut gekämpft? Der hat doch gekämpft wie ein... Boindil, was erwartest du? Er ist bei den Menschen aufgewachsen. Wer seid ihr und woher kennt ihr meinen Namen? Mein Name ist Boindal Pinhand vom Clan der Axtschwinger. Das ist mein Bruder Boindil Zweiklinge. Wir wurden geschickt, um dich zu suchen. Nenn mich Ingrimsch. Gibt's hier noch mehr Schweineschnauzen? Okay, also ich werde mir auf keinen Fall diese ganzen Namen merken können, aber egal. Die sind schon mal sehr, sehr cool. Gestern Nacht fand ein Treffen statt. Die Albe dienen einem gewissen Not-On, der sich selber Herr des Toten Landes nennt. Sie haben 3 Orkrotten angestachelt, für Unruhe im Süden zu sorgen. Hast du das gehört, Boindal? Schweineschnauzen! Die Albe aus Zonbalsur und die Orks aus Toboribor machen gemeinsame Sache? Und könnten sich mit den Orks aus dem Toten Land verbünden. Die Zwillinge sehen dich ernst an. Ihr alle wisst, was das für die Bewohner des geborgenen Landes bedeuten würde. Liegen hier überall noch die Körperteile rum? Ja schon, oder? Geil. Ihr seid wahrlich im rechten Augenblick erschienen, aber seid ihr sicher, dass ihr mich sucht? Großkönig Gundrabur schickt uns, dich in den Süden zu bringen, ins Reich der Zweiten, zur Festung Ogertod. Dann habt ihr den Brief meines Meisters erhalten. Und ich bin ein Zweiter? Naja, so in der Art, schätze ich. Wir müssen... Ich weiß, was du sagen willst. Aber unsere Aufgabe ist es, dich unbeschadet zur Festung Ogertod zu bringen. Ich dachte, die Aufgabe der Zwerge sei es, Unschuldige im geborgenen Land zu beschützen. Lot Ionan und König Broron werden sich um die Orks kümmern. Wir drei müssen vorsichtig sein. Du bist nicht gerade ein Kämpfer. Aber er hat ein breites Kreuz und breite Hände. Aus ihm könnte was werden. Und wenn man die Chance hat, ein paar Orkschädel zu spalten, sollte man das auch tun. Ich werde euch gern ins Reich der Zweiten folgen. In Wahrheit gibt es kaum etwas, das ich lieber täte. Aber ich muss zunächst zum Schwarzjoch reisen und einem ehemaligen Famulus Lot Ionans einige Dinge überbringen. Das Schwarzjoch liegt nicht gerade auf unserem Weg. Es liegt auf meinem Weg. Sobald ich Lot Ionans Auftrag erfüllt habe, können wir in den Süden aufbrechen. Den Dickkopf eines Zwerges hat er schon mal. Vielleicht können wir unterwegs sogar einen richtigen Zwerg aus ihm machen. Also gut, wir begleiten dich. Je schneller wir diesen Famulus gefunden haben, desto schneller können wir zurück in die Berge. Unterwegs muss ich eine Brieftaube zu Lot Ionan schicken. Und falls wir unterwegs auf ein paar Orks stoßen sollten? Du gefällst mir, aber wir müssen dir einen anderen Namen geben. Bolofar, das ist so gut wie Lismith, Praddelquatsch oder Blüftimüff. Es ist dumm, sinnlos und beileibe kein Ehrenname. Was kannst du gut? Ich kann lesen. Lesen? Du bist ein Gelehrter! Cool. Oh Mann, das ist so cool. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und schauen mal, was das hier mit den beiden anderen noch so wird. Also, bis dann.